Hallo und herzlich willkommen zurück bei Warhammer Dawn of War, Winter Assault. Und ja, Ende der letzten Folge, ich hab's wieder rausgeschnitten, so gut wie ich konnte, ist mir wieder das Spiel abgeschmiert durch einen Pop-Up. Es ist wunderbar. Wir waren gerade dabei, mit Gorgatz die Baracke einzunehmen und das machen wir jetzt auch. Ich hab kurz vorab, ich hab jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm und zwar nehme ich das Ganze jetzt mit OBS Studio auf, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich hoffe es sehr und ja, ich würde sagen, bevor ich jetzt noch länger quatsche, machen wir einfach direkt weiter. Gorgatz, bitte. Halt, bevor nochmal was passiert. Das Schöne ist, an dem neuen OBS jetzt, ich kann raustappen, ohne dass die Aufnahme abschmiert. Es ist herrlich. Naja, auf geht's. Das Gebäude da funktioniert noch. Sieht zum Mord und nur ein bisschen rote Farbe und Reparaturen. Und es ist wie neu. Hey, Graz, hierher. Dieses Gebäude da repariert's gut. Oder ich trampel auf eure Schädel, bis mir langweilig wird. So, Autospeichern, sehr gut. Haben wir eine Baracke hoch, Rucke? Da ist er. Jetzt kommen wir Mosher Boys, Baller Boys und Storm Boys. Ich will mal Storm Boys machen. Und die Jungs hier, die lege ich mal auf 1 und setze sie mal. Ich weiß nicht, wo wir gleich hin müssen und was wir noch machen müssen. Wir sehen hier eine Markierung. Denn hier steht ein erbeuteter Lehman Russ Panzer. Den müssen wir uns gleich mal angucken. Huch, huch, huch. So. Und deswegen die Storm Boys. Ah, guck mal, die sind auch neu, ne? Ich glaube ja, ich glaube, die sind auch neu. So, die gehören alle noch zusammen. Die stecken wir erstmal hier hin und lassen die mal da stehen. Und die hier, Storm Boys. Mit denen fahren, fliegen wir mal hier rüber. Einfach um zu gucken, was hier so ist. Tatsächlich, auf uns wird geschossen, aber von wo? Wir erkunden mal mit den Jungs hier ein bisschen das Gebiet. Normalerweise. Erstmal gucken, wo wir hier sind und wie wir hier hinkommen. Von hier oben. Von hier oben und da kommen wir hier. Ah, okay, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Jetzt können wir die zurückschicken. Einfach, so als, Scouts mal benutzt, die Jungs. Ist doch geil. Baueinheiten, wir haben noch keine Grots. So, ihr geht jetzt hier lang. Und dann kommen wir nämlich hier hoch. Dann hier die Riege hier wegknallen. Und dann kommen wir hier runter und dann können wir uns den Panzer holen. Sehr, sehr geil. Erbeuteter Lehman Russ. Lehman Russ Panzer ist, glaube ich, so einer der Standardeinheiten von den Imperialen. Wie der Superpanzer heißt, weiß ich im Moment nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Ich habe mir jetzt auch schweren Herzens, muss ich ja sagen, eine neue Maus gegönnt. Oh, meine alte Maus war nichts Besonderes. Es war eine Gamer-Maus für 10 Euro, die ich irgendwo bei Medium, glaube ich, in einem Fabrikverkauf mal ergattert habe. Super Ding, man konnte Gewichte auswechseln. Ich bin Linkshänder und deswegen, es war halt für Links- und Rechtshänder eine super Alternative. Es ging alles ohne Probleme und ich war rundum zufrieden damit. Aber sie hat zum Schluss immer mehr und mehr Aussetzer gehabt und das ist eben eine Sache, die nervt. Die nervt des Todes. Und ja, deswegen jetzt eine neue Maus, deswegen falls ich hier irgendwie flüssiger aussehe oder keine Ahnung, was auch immer, oder falls ich hier irgendwie mal zwischendurch Probleme habe, bitte nicht wundern. Genauso wie mit dem Aufnahmeprogramm, wenn sich jetzt qualitätsmäßig irgendwas ändern würde. Ich glaube, bei OBS wird die Aufnahme heller. Ja. Was unterm Strich eigentlich gut ist, weil ich fürs YouTube, Oh, Basilisken, okay. Ich muss für YouTube nämlich jedes Mal die Aufnahme immer wieder heller machen, so. Einfach aus dem Grunde. Jetzt kommen sie her, also. Einfach aus dem Grunde, weil es immer so dunkel war. Das sieht man auch bei den ersten Witcher-Folgen und so, glaube ich.
Und wenn man hier jetzt direkt von Anfang an eine Aufnahme hat, die etwas heller ist, weil YouTube regelt das auch immer runter. Also YouTube macht jedes Video dunkler, deswegen muss man immer allgemein Videos heller machen. Deswegen ist das vielleicht gar nicht. Wir werden sehen. Der letzte, der ankommt, ist eine verrottete Leiche. Und wenn ihr glaubt, dass ich Witze mache, ich werde den letzten persönlich töten. Ihr faules Pack! Holen wir sie uns! Wir sind auf dem Weg. Oh, sind der Größten und der Besten. So, holt euch mal den Panzer. Ich wollte jetzt mit dem einzelnen Trupp da runterschießen, aber das sind ja keine Panzerknacker, das sind einfach nur Ballerboys. Mehr Boys? Als ob jemand meine Gedanken liest. Du bist kein Weird Boy, oder? Sturmboys? Sind das unsere alten? Tatsächlich. Kommen natürlich mit. Hier hin. Alle ausgewählt, auch auf die 1 legen. Den haben wir jetzt nicht mit. So, alle nach vorne. Nicht nur die da hinten, sondern alle. Der liebe Rustpanzer ist jetzt nicht dabei. Jetzt habe ich alle, glaube ich. Jedenfalls hoffe ich das. Was mit ihm hier ist. Ja, wir haben keine Anforderungspunkte mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ha, keine Ahnung. So. Machen erstmal ein aggressives Vorrücken. Damit die sich alle auch mal in Bewegung setzen hier. So, langsam geht's auch voran, langsam geht's bergauf. Ich freue mich sehr. Plasma Generator zerstören. Den auch. Ich glaube, wir haben uns keinen Gefallen getan, indem wir bei dem Panzerbike diese Superwummen da oder was auch immer da reingemacht haben. Die Bombenschleuder. Ich glaube, die machen uns unterm Strich mehr Kopfschmerzen, als sie eigentlich sollten. Aber naja. So, wir müssen auf unsere Boys aufpassen, dass die hier auch immer schön sich neu organisieren. Da sind sie weg. Wir haben starke Verluste. Ich weiß nicht warum. Okay, ich weiß schon warum, weil wir unter starkem Artilleriebeschuss auch stehen. So, jetzt müssen wir nämlich auch als erstes die Basilisken hier zerstören. Oh. Aufhören, bitte. Ich sage euch, was immer ihr wollt. Ich sage euch alles. Was macht ihr hier auf meiner Welt? Antworte mir und ich werde mich gnädig zeigen. Wir wurden ausgeschickt, um den Titanen Dominatus zurückzuholen. Er wurde vor einer Ewigkeit bei der Verteidigung dieser Welt schwer beschädigt. Titanen? Was ist denn das? Unglaubliche Macht, Gorgatz! Eine Kriegsmaschine wie keine andere. Eine Waffe, um Welten zu verwüsten. Selbst ganze Sternensysteme. Wenn ich die Kontrolle über den Titanen erlangen kann, wird sich mir niemand entgegenstellen können. Ich wäre ein Gott. Sammel deine Truppen, Gorgatz, und lass uns diese imperiale Armee auslöschen. Danach werden wir die Dinge zwischen uns regeln. Hört sich gut an, Qual. Ich ruf da Boys und sobald ich die Menschen zerquetscht habe, wirst du sterben. Nicht, wenn ich dich zuerst unter den Füßen des Titanen zermalme, Gorgatz. Mission erfolgreich. Sehr geil, Mission erfolgreich und wir machen natürlich sofort mit der nächsten weiter.
Mit der überraschenden Ankunft der imperialen Armee und der Entdeckung des gefallenen Titanen begann die Besessenheit des Chaos-Generals Krull, diese Kriegsmaschine zu besitzen. Trotz seines Misstrauens gegenüber den Hexern und ihrer widerwärtigen Magie wird er sie einsetzen, um genug Opferblut zu erhalten, um so den Titanen seinem Willen zu unterwerfen. Währenddessen wächst Gorgatz War mit jedem Kampf. Aber auch die hat die Lust, aber auch die Lust der Orks auf Schädel wächst. Gorgatz nennt man auch Schädeljäger und er hat es ganz besonders auf den Schädel des imperialen Generals Sturn abgesehen. Zu viele! Es sind einfach zu viele! Habe noch nie so viele auf einmal gesehen! Rückzug! Rückzug! Das ist es, Boys! Tötet sie und lasst sie in einem Meer aus ihrem eigenen Blut warten! Das hier ist ein War! So soll es sein! Mit mir als War-Boss! Was ist mit Stern, Boss? Kann ich ihn töten? Zum Beweis, dass ich ein guter Ork bin! Nein! Stern gehört mir. Ich will seinen Kopf. Was ist an seinem Kopf so besonders? Es geht um seinen Schädel, du Idiot. Ich würde doch bescheuert aussehen, wenn ich meine Trophäenstange mit seinen Füßen schmücke, oder? Ich bin wirklich bescheuert. Ich hätte die Antwort wissen müssen. So, geht weiter, aber Moment, ich war gerade in der Pause, bin ich immer so ein bisschen ungehalten. So. Moment. Einmal alles markieren, bitte. Und eins. Ist noch lange nicht alle. Was haben wir denn alles? Wir haben Killerbots. Wir haben den Ork-Boss in Mega-Rüstung. Die können wir sogar verstärken. Bis zu 3 Mann. Wie geil ist das denn bitte? Naja, hier steht auf jeden Fall eine sehr, sehr stattliche, ansehnliche Armee. Ich würde sagen, wir stapfen einfach mal mit allen los. Deswegen stelle ich die ein bisschen zusammen, damit ich die auch alle auf einmal auswählen kann. Du auch. Ziel. Wir gucken erstmal das Ziel. General Stunt töten. Na, dann töten wir ihn. Hier hinten sind immer noch Mosher Boys. Die sind alle auch noch auf 3. Wir haben 1000 Punkte. Du schließt dich mal dem Trupp hier an. Alle und auf 1 und los geht's. Ich bin mal gespannt, was das noch so gibt und wer am Ende den Titan bekommt, falls ihn einer bekommt. Huch. Sentinels, Origin und wie heißen sie? Ogrins. Ogrins sind das, Entschuldigung. Schwere Infanterie, große Infanterie. Aber erstmal kein Problem. Sentinels, leichte Läufer. Hier sind die Mosher Boys, oder? Ich glaube schon. Können wir auch alle verstärken. Und ich habe halt Angst, dass es von den Punkten her nicht reicht. Hier, der Trupp von Gorgatz, der wird auf jeden Fall verstärkt. Da unten haben wir... Oh, wir werden von allen Seiten beschossen. Es ist ein bisschen doof, dass wir hier einfach so blind quasi reinlaufen. Wir können auch die Armee aufteilen in mehrere Sektoren und dann mehrere Fronten auf einmal angreifen. Aber... Die Auto feuern ja sowieso schon recht gut, muss ich ja sagen. Deswegen, wir haben jetzt den Turm zerstört. Jetzt kommt der Sentinel. Der wird unser nächstes Opfer sein. Zack, hier hinten haben wir einen Höllenhund. Dann gehen wir mal ein Stück zurück. Zersägen hier währenddessen ein bisschen die Infanterie. Komm, wir gehen weiter. Hier ist auch noch was. Ich will eigentlich alles nach und nach erst machen. Die Ork-Bosse, wo ist denn hier in der Ork-Bosse-Mega-Rüstung? Die... Ach, das ist auch ein Höllenhund hier. Die würde ich auch gerne verstärken. Geht nicht. Wir brauchen mehr War. Na gut, bleiben wir erstmal so. Wo ist der Trupp von Gorgatz? Das müsste der hier sein, genau.
Weiter geht's. Uns fehlen die Ressourcen. So, jetzt auch wissen wir es. Lehman Rust Panzer, da ist ja auch das Original. Können auch erstmal einen Angriffsbefehl vielleicht mal machen.